gerne heute eine Stunde machen mit euch, die so ein bisschen ruhiger ist. Und wo wir so ein bisschen länger in den Ausgangsstellungen bleiben. Ein bisschen weniger Übungen. Und für das könnt ihr gerade mal auf den Rücken liegen. Schaut doch auch wieder, dass ihr einen Block oder ein Küsschen habt. Jetzt erst die Beine strecken, die Arme strecken und uns so richtig in die Länge ziehen wie am Morgen früh. Tief durchschnaufen, mal so die rechte Seite in die Länge ziehen und dann die linke Seite. Und tief durchschnaufen. Machen das noch einmal jede Seite. Nehmen dann die Arme ab und stellen die Beine auf, und zwar so, dass wir Knie und Füße ganz zusammen haben. Kippen das Becken nach hinten, machen den Rücken rund und bei der Einatmung wieder lösen. Noch hinten kippen, die Schulter entspannt halten, den Nacken lang. Und bleiben beim nächsten Mal dahinter mit dem Becken. Und rollen von unten her, ein Wirbel nach dem anderen auf. Halten immer die Knie schön zusammen und ziehen mit den Knie nach vorne. Nacken lang machen. Und dann rollen wir von oben gegen oben wieder zurück. Lösen wieder, schnaufen ein. Bei der Ausatmung nochmal Becken nach hinten. Wirbel für Wirbel aufrollen. Knie nach vorne schieben, das Becken nach hinten kippen. Und langsam wieder zurück. Jetzt machen wir das Gleiche, aber wir stehen nochmal auf die Fersen. Vielleicht die Füße ein bisschen weiter vorne tun. Das Becken nach hinten kippen und wieder aufrollen. Und jetzt mit den Fersen so ein bisschen nach vorne stoßen und dann von oben gegen oben wieder zurück. Wieder lösen, einschnaufen. Und schauen, dass die Knie immer schön zusammenbleiben. Nochmals aufrollen. Länger Nacken machen. Die Fersen nach vorne schieben. Und wieder zurückrollen. Stell den Füße wieder ab. Und rollen nochmals auf ins Bridging. Bleiben oben. Und nehmen das rechte Bein zur Decke. Behalten das Bein doppelt, machen nur Point. Und Flex. Point. Flex. Die, die wollen, wollen noch beide Arme zur Decke nehmen. Das linke Knie zieht nach vorne. Machen noch das letzte Mal. Gehen dann weit vorne und stellen den Fuß ab. Beide Knie wieder nebeneinander. Nehmen das linke Bein und verbleiben. Machen wieder Flex. Und Point. Noch die letzten zwei. Point, ziehe weit führen. Und wieder beide Beine nebeneinander abstellen. Nehmen beide Arme hinten über den Kopf und rollen von oben gegen oben zurück. Lösen, viel Platz machen unter dem Rücken, wieder mit geschlossenen Knien langsam aufrollen. Nehmen die Arme wieder zur Decke und strecken nur das rechte Bein nach vorne. In die Verlängerung vom linken Oberschenkel. Und dann gehen wir mit beiden Armen hinten und wieder zur Decke. Schulter schön wegziehen von den Ohren. Das Becken oben behalten. Machen das noch einmal. Und stellen dann den rechten Fuß neben link. Knie schön zusammen. Und strecken das linke Bein nach vorne. Und wieder die Arme hinten zur Decke. Und noch zwei.
Stell das Bein ab und roll mit einem runden Rücken wieder zurück. Nehmen wir den Arm etwas breiter, entweder so in ein V oder in die Verlängerung der Schulter. Kippen dann beide Knie auf die rechte Seite. Heben mit der rechten Hand das obere linke Knie und schauen zum linken Arm. Mit der Ausatmung könnt ihr euch das linke Bein noch ein bisschen mehr nach rechts ziehen und die linke Schulter zum Boden runter. Jetzt bleiben wir hier. Und jetzt gehen wir mit unserer linken Hand das rechte Fußgelenk heben und ziehen das rechte Knie ein bisschen nach hinten. Bleiben immer noch schön verdreht und schauen, dass wir die linke Schulter möglichst nah zum Boden runter schieben. Langsam lösen kann mit Mitte. Die Füße aufstellen. Knie die Füße wieder zusammen. Lüpfen den Kopf, nehmen beide Hände hinten den Kopf und rollen maximal auf. Ganz gut den Bauch spannen und langsam beide Knie aufnehmen. Noch etwas mehr aufrollen. Wenn das etwas schwierig ist, könnt ihr auch einen Arm vorne strecken. Und jetzt gehen wir langsam mit beiden Fußspitzen zum Boden und kommen wieder auf. Nochmal absenken und zurück. Beim Absenken noch einmal ganz leicht, ein, zwei Wirbel höher aufrollen. Machen noch zwei. Beim nächsten Mal langsam beide Füße abstellen, Kopf ablegen und einmal mit ganz breiten Ellbogen ins Bridging aufrollen. Mit euren Händen mit dem Nacken so etwas die Länge ziehen und dann so wieder abrollen. Den Muskel vom Scheitel bis zum Steißbein richtig in die Länge ziehen. Bleibt unten, nehmt die Arme wieder entweder in eine V-Stellung oder wieder so seitwärts und kippen beide Knie auf die linke Seite. Heben mit der linken Hand das obere rechte Knie und schauen zum rechten Arm. Jetzt gehen wir mit dem linken Knie ein bisschen hindern und gehen mit der rechten Hand den linken Fußgelenk heben. Und schauen einmal über die rechte Seite. Wir langsam lösen, kommen wieder in die Mitte und behalten dann gerade beide Knie oben. Nehmen die Hände in den Nacken und rollen den Oberkörper wieder rauf. Stellen wir das rechte Bein abstellen und drücken mit der rechten Hand auf die Innenseite gegen das linke Knie und rollen so ein paar Mal auf und rotieren ganz leicht nach links. Beim nächsten Mal bleiben wir oben. Nehmen wir das rechte Knie auf, schnaufen ein. Bei der Ausatmung stoßen wir das rechte Bein vor und drücken noch einmal gegen das linke Knie, ohne dass es bewegt. Vor stoßen, leicht nach links rotieren und wieder zurück. Machen wir gerade noch zweimal. Haltet dann das rechte Bein vorne, tut links einhängen
und rollt langsam auf. Streckt beide Beine und legt über eure Oberschenkel irgendwo, entweder bei den Fußgelenken oder bei den Füßen heben. Und zieht euch so nach vorne, ziehen, den Kopf locker lassen, die Schulter entspannen. Langsam Wirbel für Wirbel auf den geraden Rücken. Nehmen die Hände vor und die auf 10 langsam abrollen. 9, 8, 7, Schulter entspannen. 4, 3, 2, knapp über dem Boden. 1 und abrollen. Wieder ein Bein nach dem anderen aufstellen. Und nehmen jetzt unser rechtes Knie auf, die Hände hinter den Nacken und rollen den Oberkörper auf und drücken jetzt mit der linken Hand gegen das rechte Knie. Und dann tun wir aufrollen, leichten Druck geben und wieder zurück. Und so ganz leicht nach rechts rotieren. Bleibt oben, nehmt das linke Bein auf, ausschnaufen das linke Bein vorstossen, Druck gegen das rechte Knie und wieder aufrollen. Diagonal. Immer ein bisschen gegen das rechte Knie drücken, ohne dass ihr wirklich das Knie wegschieben. Noch zweimal. Und behalte dann die linke Beine vorne, die rechts einhängen, rollen langsam auf. Und legen noch einmal über unsere Oberschenkel. Alles loslassen. Schnaufen und lösen langsam aufrichten, wieder ins Sitzen, Arme führen und wieder langsam auf die Zehen abrollen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einschnaufen, beide Arme über den Kopf und alles einmal richtig gut strecken. Und dann lüpfen wir den Kopf, nehmen die Hände wieder hinter den Nacken, spannen ganz gut unseren Bauch, strecken das linke Bein und nehmen es gestreckt auf. Gehen jetzt mit unserer rechten Hand über das Schienbein zum linken Fuß. Machen das noch zweimal. Bleiben dann hier oben. Spannen den Bauch. Das rechte Bein, wenn es geht, ein bisschen ablüpfen. Sonst könnt ihr es auf den Boden lassen. Oder ihr könnt das linke Bein beugen, wenn es noch ein bisschen streng wird im Oberschenkel. Und noch die letzten drei. Dann beide Beine beugen und zum Bauch herziehen. Rechte Bein nach rechts, kreiseln, das linke Bein nach links. Die Richtung wechseln. Jetzt machen wir die Kreisel ganz weit draussen, sodass wir immer so eine Dehnung haben auf der Innenseite. Von der Oberschenkel, die Schulter entspannen, Nacken lang machen. Halte den Knie ganz weit auseinander, lüpfe den Kopf und gehe von der Innenseite her die Fußball heben. Ziehe die Knie Richtung Boden und drücke unsere Knie mit den Oberarmen so ein bisschen auseinander. Nacken wieder in die Länge ziehen.
dann zusammen. Strecke jetzt das rechte Bein zur Decke und das linke Bein immer auf den Boden ablegen. Kopf lüpfen. Beide Hände hinter den Kopf. Und jetzt gehen wir mit der linken Hand über das rechte Schienbein. Bleiben oben. Spannen den Bauch, lüpfen das linke Bein und gehen noch einmal zum rechten Fuß. Kommen wir zurück. Knie wieder zum Bauch ziehen, wieder ganz weit auseinanderziehen. Noch einmal von der Innenseite her unsere Fußballen heben. Und noch einmal Knie nach außen ziehen, Richtung Boden. Die Knie schließen, heben die Knie her. Lüpfen den Kopf, rollen langsam auf. Ich drehe mich jetzt gerade zu euch. Und dann bringen wir beide Beine ganz weit auseinander, so weit wie es geht. Ihr könnt auch wie so ein bisschen das Gesäß lüpfen und das Gesäß ein bisschen nach vorne schieben, hinten abstützen und ganz gerade Rücken machen. Bis ihr Dehnung habt auf der Innenseite von euren Oberschenkel. Schaut, dass die Knie und Füße zur Decke schauen. Und die, die wollen, können auch mit den Händen ganz leicht nach vorne laufen. Laufen dann wieder ein bisschen zurück. Und jetzt gehen wir mit der linken Hand auf die Innenseite vom linken Unterschenkel. Und mit dem rechten Arm ziehen wir nach links über. Gebt ihm auch ein bisschen Druck auf die Innenseite vom Unterschenkel und schaut zur Decke rauf. Auch wieder gut durchschnaufen. Rechter Fuß schaut immer noch zur Decke. Ein bisschen abdrehen zur Decke rauf. Gehen wir langsam zurück und die gerade wechseln. Andere Seite mit der rechten Hand ein bisschen gegen den Unterschenkel drücken. Und zur Decke schauen. Wir gehen mit dich an. Kommen wir in den Schneidersitz und tue für euch im Schneidersitz gerade individuell dehnen. Das, was für euch geht, vielleicht längt schon einfach hinten aufzustützen und einen geraden Rücken machen oder ein bisschen nach vorne ziehen oder die ganz beweglich sind, vorne laufen mit den Händen. Und weiter. Wenn es euch möglich ist, geht ihr über die Knie, über die Füße, meine ich, über den Schneidersitz, und sonst über die Knie seitlich. Kommen wir vier Füße. Stellen Sie die Zehen gerade auf und kommen den Hund, der zum Boden nachher schaut. Ein bisschen Wolke im Hund. Fersen immer schön in die Verlängerung von euren Fußballen. Die mal beide Knie beugen und den Rücken noch mal richtig gut strecken. Blick zu den Füßen und die Ferse nur so weit absenken, dass der Rücken gerade bleibt. Bleiben noch zwei Atemzüge. Laufen dann zurück zu unseren Füßen. Und lassen den Oberkörper hängen. Alles loslassen. Kopf noch hängen. Bitte
jeder Ausatmung geht er wie noch ein bisschen tiefer ab. Und dann gehen wir die Bauchdecke fest nach innen ziehen und rollen Wirbel für Wirbel. Die Schulter ein bisschen kreisen. Die Hände verschränken, nehmen die Arme zur Decke. Ziehen mit den Armen hinten, behalten aber das Becken schön über unseren Füßen. Und jetzt ziehen wir mit beiden Händen nach rechts. Ziehen mit der rechten Hand ein bisschen an der linken. Das Becken bleibt in der Mitte. Und wir drehen nur den Oberkörper ganz leicht nach links auf. Und bleiben. Arme mit Länge ziehen. Kommen mit Mitte. Gehen nach links rüber. Becken bleibt in der Mitte. Auch jetzt, wenn wir rotieren nach rechts rauf, schauen, dass der rechte Beckenkamm schön da vorne bleibt. Mit Mitte die Arme öffnen, ziehen weit hinten runter und rollen von dort noch einmal vorne runter und laufen dann in eine Brettposition. Und halten die Position. Schultern nach oben, Bauch spannen, die Fässer ein bisschen hinten runter schieben. Und jetzt nehmt ihr das Knie, das etwas näher bei mir ist, unter eure Hüfte, die jetzt abdrehen. Und kommen zu einer Seitstütze. Rutschen. Gut. Und jetzt tun wir die untere Hand ans Ohr und stellen uns vor, jemand zieht uns an der oberen Hand zur Decke und wieder loslassen. So ein bisschen zur Decke und ein bisschen zum ausgestreckten Bein. Machen so eine Seitneigung. Und jetzt kommen wir rauf, nehmen die obere Hand auch hinter den Kopf, bleiben hier und drehen wieder den Oberkörper zur Decke und wieder nach vorne. Das Becken bleibt ganz ruhig. Die Ellbogen bleiben schön offen. Machen das noch zweimal. Kommen zurück, die untere Hand abstellen, das untere Bein hinter das obere. Mit dem oberen Arm ziehen wir über den Kopf und schauen auch noch ein bisschen zur Decke rauf. Kommen von dort ins Brett, stellen die Knie ab, gehen mit dem Gesäß ein bisschen nach hinten und nehmen den Arm, der jetzt vorhin oben war, unter dem anderen Arm und dem Knie durch und probiere die Schultern möglichst nahe zum Boden zu bringen. Ausgestreckte Arme noch ein nach vorne schieben. Kommen wir zurück. Kommen wir noch einmal in die Brettposition. Und nehmen dann das andere Knie unter die Hüfte und drehen wieder ab. Ich tue jetzt meinen Kopf auf die andere Seite, wie ihr seht, könnt ihr euch auch noch so machen. Nehmen wieder den oberen Arm zur Decke, untere Hand den Kopf und machen wieder eine kleine Seitenneigung. Auf und ab. Nehmen wir die obere Hand auch am Kopf, kommen wir etwas hoch und drehen zur Decke. Das Becken schaut nach vorne und wieder nach vorne. Wieder zur Decke. Machen das noch zweimal. Die untere Hand wieder abstellen, wenn es geht, das untere Bein hinter das obere.
Arm über den Kopf ziehen und noch einen Moment bleiben. Zur Decke schauen. Ins Brett. Entweder auf den Knie oder so langsam mit dem Brustbein zum Boden. Drehe den Kopf gleich nach rechts und lege beide Arme neben den Körper. Beine nehmen wir etwa hüftbreit, strecken unsere Beine, nehmen den Kopf in die Mitte, lange Nacken, lüpfen das Brustbein, unsere Arme und lüpfen unsere Beine und bleiben. Lösen, legen den Kopf nach links. Und nehmen dann die Hände in so eine Händehochstellung, den Kopf wieder in die Mitte. Die wieder beide Beine lang machen, strecken und beide Unterarme abrufen. Und bleiben. Unterarme noch ein bisschen aufziehen. Und lösen die Hände unter die Stirn ein. Machen die Beine wieder lang. Tun sie leicht lüpfen und lüpfen dann den Oberkörper. Die Stirn bleibt auf der Hand. Und jetzt drehen wir den linken Ellbogen nach oben. Machen leichte Rotation nach links und bleiben. Und lösen. Und dann machen wir das Gleiche nach rechts. Oberkörper lüpfen, die Stirn bleibt auf den Händen und wir drehen den rechten Ellbogen nach rechts rauf. Schauen unter dem rechten Ellbogen durch. Kommen wir in die Mitte, legen die Hände neben die Brust, stoßen uns rauf und sitzen einen Moment hinten auf die Ferse. Jetzt machen wir 5 enge Liegestütze und 5 breite. Für die enge Liegestütze sind die Ellbogen ganz nah am Körper. Wir sind auf den Knien, ausser die, die mega fit sind, können auf die Füße. Die Schambeine ein bisschen zum Bauchnabel ziehen, gehen langsam runter, bleiben einen Moment und wieder rauf. Nochmal runter, Moment bleiben und zurück. Noch 3 Mal. Ganz gut im Bauch haben. Letzte Mal. Gut, hinten absitzen. Wieder vorne kommen. Jetzt nehmen wir die Hände etwas breiter. Drehen ganz leicht die Fingerspitzen nach hinten. Kommen wir wieder mit der Schulter über unsere Hände. Und gehen langsam runter, bleiben einen Moment, die Schulter schön weg und wieder raufkommen. Absenken bleiben und zurück. Noch 2. Letzte Mal wieder bleiben. Raufkommen und gerade zurück in den Hund. Wir laufen mit den Füßen langsam vorne, zwischen unsere Hände, strecken die Beine noch einmal und rollen Wirbel für Wirbel auf. Und die Schulter kreisen. Jetzt machen wir mit dem rechten Fuß einen Schritt nach hinten und uns rechtes neu abstellen. Beide Becken können nach vorne richten, linke Knie ganz leicht nach vorne schieben. Und dann nehmen wir die Arme auf und unsere oben verschränken und nehmen unsere Fingerspitzen hinten runter, Richtung Schulterblätter. Jetzt geben wir wirklich Druck mit unserem Kopf, unsere Hände und unser Brustbein zur Decke richten.
leichte Dehnung hinten im Trizeps. Nehmen die Arme rauf und kommen gerade in einen Ausfallschritt, nehmen wieder die Hände zur Decke. Über die Beine beim Strecken machen wir eine Drehung. Drehen wieder zu euch. Nehmen die Hände in die Taille und kommen mit einem geraden Rücken nach vorne. Nacken ist schön lang und strecken dann unsere Arme, so wie Flügel, weit raus. Schultern mal wegziehen von den Ohren und gehen dann langsam runter. Heben unsere grosse Zehen und ziehen unseren Kopf ganz fest zwischen unsere Beine. Komm wieder alles los, lass den Kopf. Löse die Hände und rolle dann von unten her. Ein Wirbel nach dem anderen rauf. Und drehe ich auf die andere Seite. Dass jetzt das andere Knie vorne ist. Wieder abstellen. Schambein zum Bauchnabel ziehen. Knie vorne schieben. Beide Arme zur Decke. Und wieder mit den Fingerspitzen Richtung Schulterblätter, den Kopf ein bisschen in die Hände hineinschieben und das Brustbein zur Decke. Gehen wieder rauf mit den Armen und kommen wieder in den Ausfallschritt. Ferse hinten abschieben. Hinterbein gut strecken und vorne in die Knie gehen. Mal aufmachen, wieder ein Viertel drei. Die Hände in die Taille. Und wieder mit einem geraden Rücken führen. Strecken Sie einmal wieder zur Seite. Und jetzt gehen wir mit der rechten Hand zum Boden und ziehen mit dem linken Arm zur Decke. Kommen wir zurück und kommen dann mit den Füßen ein bisschen näher zusammen und kommen ein bisschen in eine Aussenrotation, das heisst die Fersen sind ein bisschen näher als die Fußspitzen. Und dann gehen wir runter so in eine Hockenstellung und tun beide Handballen wieder zueinander und mit unseren Ellbogen drücken wir unsere Knie auseinander. Und sitzen so tief runter, wie es geht. Nochmal den Rücken maximal strecken. Gut, der ist noch rauf. Super. Die Hände lösen. Wieder strecken. Ganz zusammenkommen mit den Füßen. Und langsam Wirbel für Wirbel aufrollen. Nehmen wir noch die Fersen ein bisschen zusammen. Füße auseinander vorne. Schnaufen ein, nehmen die Arme zur Decke, strecken uns die Schultern nach oben, ziehen weit raus. Machen das noch einmal. Einschnaufen. Schultern runter. Ausschnaufen. Absenken. Danke vielmals. Ich wünsche euch noch eine ganz gute Woche und bleibt gesund. Tschüss zusammen.